Jo, Freunde, es geht weiter mit Let's Play eSports FC 24. Ich habe zwei ungelesene Nachrichten, die ich kurz erlesen möchte. So. Gut, okay, gehen wir rein. Nächste Match, Bajakshi Europa Conference League. Ich glaube, fast eine der nächsten schwereren Gegner. So, wir können Adam mal kurz rausnehmen. Gut, gehen wir rein. Ins Match. Also das Ding wird es in jedem Fall in sich haben. Einschalten lohnt sich, dranbleiben lohnt sich. Bis gleich. Und dann gehen wir's an. Rein ins Spiel, live bei EA TV. Grüße gehen raus in alle Wohnzimmer oder wo auch immer ihr uns zuschaut. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich freue mich sehr auf diesen Doppelkommentar. Mein Name ist Florian Schmidt-Sommerfeld und an meiner Seite ist wie immer Jan Platte. Und aktuell ja, großes Thema. Klar, das gucken wir heute zusammen an, die UEFA Conference League, die Liga-Phase. FC Kopenhagen gegen Bajakshi hier. Ja, wir können uns nur freuen auf diese Partie heute in der Liga-Phase. Die Atmosphäre ist wirklich großartig im Stadion. Und das verspricht auch dieses Spiel zu werden. Ich bin gespannt auf den Auftritt beider Teams. Ja, ich weiß, dass ich eine Nachricht habe. Das ist nur eine Trophäe aus einem anderen Spiel. Deswegen nichts Wildes. Mit dieser Aufstellung. Sie spielen im 4-4-2 mit Raute, sind also recht zentrumslastig unterwegs. Ein Sechser, zwei Achter und ein echter Spielmacher, der viele kreative Freiheiten besitzt. Schauen wir mal, wie sie das auf dem Rasen umsetzen werden. Ja, auf geht's. So ein bisschen in Richtung, ja, mehr oder weniger. So, check mal kurz mal. Ach, das ist jetzt richtig, dass es richtig sitzt. Und wir starten rein in die Aufstellung. Ein 4-5-1 sehen wir da. Defensiv ist ihnen wichtig, gut abgesichert zu sein. Fraglich dabei, wie gut es gelingt, aus der kompakten Formation heraus selbst aktiv zu werden. Die einzige Spitze hängt im besten Fall nicht in der Luft, sondern bekommt immer wieder Unterstützung. Ja, wir müssen ja jetzt mal ein bisschen noch dran ziehen, weil wir haben das letzte Spiel verloren. Das Derby gegen Brøndby in der Liga. Wir haben noch einen spannenden Vorsprung, auch in diesem Wettbewerb haben wir zwei Spiele, zwei Siege. Mats Pedersen. Und dann müssen wir jetzt ein bisschen dran ziehen, damit wir... Jetzt ein bisschen Platz, die Flanke vielleicht. Und jetzt mal der erste Abschluss. Ecke kommt, wird jetzt gefährlich. Na, ah, schade. Es gibt wieder Ecke. Da war noch einer dran. Hm? Ecke Larsson. Den klärt er kompromisslos. Becker. So, wann packt die Abwehr jetzt zu? Sieht sehr gut aus, Herr. Aus der Flanke könnte was werden. Ah! Ah, der war ein bisschen halb gar, ist immer noch gefährlich. Aber Rooney, der jetzt noch mal was versuchen kann. Okay, bleibt hängen. Stark, der Zweikampf, gutes Tackling.
Ich glaube, dass hier bei Schalke mit einer der stärkeren Gegner der Gruppe ist. Boah, das war jetzt natürlich super, das ist schlecht gestellt. Aber Hatziakos, der gut dazwischen geht und sagt hier, das ist mein Ball, den nehmen wir mit. Und Huescas verliert den Ball gegen Özcan. Gute Balleroberung, vielleicht können sie jetzt umschalten. Tor im Spiel von Real Betis. Weiter. Ja, das ist die erste Tor für Real Betis. Neuer Spielstand damit 1:0. 17 Mark Minuten sind hier Raka. Bestens informiert. Vielen Dank für die Infos ins Studio. Ah, der hätte aber vielleicht laufen lassen können. Wir schauen alle auf den Schiedsrichter. Schickt er ihn wirklich duschen? Ich glaube nur gelb. Nee, rot. Er gibt tatsächlich rot für den für Görler. Gut zugemacht. Er gibt tatsächlich sogar glatt rot für den Türken. Für die Türken, für den Türken. Da sind die Räume, da könnten sie lang spielen. Riesenchance jetzt. Ja, den kriegt er nicht verarbeitet, diesen Querpass. Der war gefährlich. Ich dachte, ich krieg den darüber. Jetzt vielleicht nochmal. Kein Abseits hoffentlich. Larsson. Und jetzt muss sie abwehren. Das bleibt doch heiß, nicht gut. Und erstmal angelegt, den ersten. Und dann rein damit. Es gibt keine Ecke. Ja, das hätte hier der Führungstreffer sein können, aber was für eine großartige Parade. Und so steht es weiter unentschieden. Und dann ist die Station. Da kommt hier problemlos nach vorne. Ja, gut dazwischen gegangen. Na, da ist er gut dazwischen gegangen bei diesem Ball. Und jetzt der gute Ball auf Xhaka. Jetzt hat er mal los. Parade, das war eine richtig gute Chance. Mit dieser Ecke haben sie jetzt vielleicht die Kreiber. Und gut gemacht, aber gut gehalten. Vom Keeper, Becker. Viper. Ja, den hat er gut geklärt. Damit müsste jetzt eigentlich gleich Pause sein. 0:0 für. Ja, 0:0. So, genau. Schluss mit Halbzeit Nummer 1. Wir gehen in die Pause. Es gibt zwar jetzt ein Update, aber das mit dem Pfiffen haben sie immer noch nicht so wirklich gesehen. Im Durchgang Nummer 2, da hoffen wir natürlich auf ein paar Tore. Adam ist übrigens noch nicht auf dem Feld, aber der wird wahrscheinlich im Laufe der Partie kommen. Der Kopenhagen muss ein bisschen was tun vorne. Xhaka hatte die beste Situation. Ich hatte jetzt den Ball 2 Meter darüber zu Viper legt. Legt er den jetzt mal komplett da raus. Die Abwehr den Ticken besser dran, holt sich den Ball. Gewinnt diesen Zweikampf. Das sieht richtig gefährlich aus. Und da fehlen nur Zentimeter. Meine Fresse, da muss man aber auch mal rein. Ja, spricht für die Entschlossenheit. Dieser Abschluss. Allerdings wird das Ganze nicht mit dem Tor belohnt. Es gibt Einwurf. Oh, da können sie klären zum Einwurf. Und dann ist der Ball weg. Ich kriege aber auch keinen Pass da vernünftig vorne ran. Ja, sie
Tor, Abwehr etwas passiv. Nee, ich habe gar nicht dabei. Oh, shit. Aber sind wir mal etwas anders. Wir wechseln doppelt vorne dran. Geht hier weiter mit Einwurf. Also, und jetzt der Doppelwechsel. Und da sind sie aufmerksam. Vielleicht ist es genau der richtige Weg, dass wir da doch mal zwei Wechsel. Jetzt müssen wir es irgendwie mal nutzen mit einem Mann jetzt mehr auf dem Feld. Chelsea gescheppert. Wir schalten einmal ins Studio. Das zweite Tor ist hier gefallen für Chelsea. Oh ja, da hat er ordentlich zugelangt. Ich habe aber nicht wirklich getroffen, meiner Meinung nach. Das könnte sehr gut eine gelbe Karte sein. Wobei ich jetzt auch Mats anbringe. Das wäre der nächste. Doppelwechsel nochmal. Lass uns gelb, der will sich gleich gehen, weil Mattson unten steht und Gonzalez unten steht. So, jetzt schauen wir ganz genau hin. Torwart kann hier den Ball mit der Faust aus der Gefahrenzone bringen. Lass uns. So, da müssen wir schnell zurück ins Live-Spiel, sorry, ins Studio. Chelsea hat hier getroffen. Damit steht es 2:2. Bah. Ja, jetzt drücken sie den Gegner schon so ein bisschen mehr hinten rein, weil der Ball einfach gut läuft. Läuft weiter die Szene auf Vorteil entschieden. Und der Schiedsrichter gibt Abseits. Ja, jetzt gibt er. Unnötige gelbe Karte, den wollte ich eigentlich nie treffen, die Typen. Sehr konsequent vom Unparteiischen. Genau so macht man das. Onuga. Ja, das ist aber keiner, der mitgeht. Da war einer noch mit der Bahn. Und das ist richtig gut. Und Duarte sagt hier: Mein Ball. Ja, da ist ein bisschen Platz. Spielen Sie schnell. Ich kriege ihn aber nicht wirklich da vorne, meine Putz. Da ist der Ball weg. Mein Spieler. Kommt da aus, wird nichts draus. Hm. 10 Minuten noch, wir sind weit in Überzahl. Ja, nur mögliche Chelsea-Spiel, alle Infos aus dem Studio. Hier haben wir das dritte Tor für Chelsea. Damit ach Mann! Gespielt sind 81 Minuten. Danke ins Studio für diese Infos. 5 Minuten noch und wir fragen uns alle, macht hier noch eine Mannschaft ein Tor? Die stehen aber hinten noch komplett dicht drin. Ja, die spielen halt 4 von 5. Die stehen gefühlt mit 4 Leuten, aber mit 9 Leuten dahin. Oh, das ist ein guter Zweikampf. Ich glaube, das ist Abseits. Ja, du pfeifst natürlich den Abseits. Ich pfeife nicht Abseits, das wird einfach gemacht. Was für eine knappe Abseitsentscheidung. Ein bisschen was nachzuholen. 1 Minute gibt's oben drauf. Ach, lass doch den Angriff noch laufen. Nö, nee, brauchen wir nicht. 0:0, keine Tore. Ja, nicht das Lieblingsergebnis von Zuschauern. Ja, 0:0. Natürlich bitter, wenn der da gefühlt halt eine Stunde in Überzahl spielt, 0:0, da hast du aber nicht hinbekommen. Die haben alle komplett drin gestanden. Naja, egal. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge.